Was geht, Leute? Ich muss kurz mein Intro filmen, weil ich es vergessen zu filmen. Auf jeden Fall hat Spotify mich eingeladen, natürlich mit noch ein paar anderen Creators, nach Barcelona zu kommen. Und die haben crazy, crazy Sachen für uns organisiert, wie zum Beispiel das Training bei FC Barcelona. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit dem Video. Kletter mal rüber. Nein, 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 Doch, nein, doch, nein. doch, Boah, ey, dann verlierst du meine Sachen, ey. doch. Das wäre crazy. Krise, Er fällt Krise. jetzt einfach weg, Vlogs I für guess. YouTube oder was? Ja, Was? Vlogs auf YouTube? ja. Ja, safe. Gang, Gang, was geht ab? Ich wäre jeder Einzelne, ich auch. Gang, Gang, Gang. Er fällt einfach weg, Digga. Digga. Oh Mann, Ist das oh. hier richtig? Okay, wir klingeln nochmal. Warte, warte Wie sollen wir Sturm klingeln? mal, Bruder. Warte, ich weiß, wer da ist. Piep, piep. Ich bin Adi. Hey, und ich bin auch Adi. Hallo. Hallo. Okay, Kahn hat ja einfach die Tür aufgemacht. Hier, das ist hier mein wunderschönes Zuhause. Ich fühle mich wohl. Eins von deinen acht. Eins meiner 324 Immobilien. Ja, die chillen Ach, hier alle. Also, sexy. Die ich schwör, Digga. Die wollten uns nicht dabei haben, die Wichser. Das ist ein fettes Ding. Boah, Digga, chill. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sexy. Oh, this isn't ours? Oh mein Gott, ist Aber die sehen cool aus, das mit den chillen. Digga, wir sind einfach wirklich bei dem falschen Haus reingelaufen. Wie dumm ist das denn? Hä? Wir sind einfach reingelaufen, auf einmal chillen da irgendwelche Randoms. Hallo, hier nur aus dem Cutter-Bereich. In Wirklichkeit waren es gar keine Randoms. Und du wirst gleich sehen, bei wem wir eigentlich im Haus gelandet sind. Wir waren in dem Moment nur zu dumm, um das zu checken. Aber ja. Viel Spaß beim Weiterschauen. Und es war einfach gar nicht unser Haus. Absolut. Aber wir haben noch Ding geschnurrt. 7 up. Let's go. Yes, sir. Also, hat sich gelohnt. War cool. War korrekt, alle. Alter, die Tischtennisplatte ist so wichtig. Wer will auf die Schnauze bekommen? Geil, geil, geil. Hey. Oh, wow. Was passiert jetzt? Da kann sich nicht konzentrieren, Jungs. Imagine, einer verkackt jetzt. Das wäre so dumm. Und Obst ist auch da. Ja, ne? Einfach mal machen, auch mit Confidence. So, wenn du jetzt gute Mathe bist, kannst du eventuell 1 und 1 zusammenzählen und dir denken, bei wem wir vorhin aus Versehen im Haus gelandet sind. Shampoos, baby, it's a beautiful vision. Most my time, frühstück in Paris. Nein, was ist Shampoos für zu Deutsch? Heute hol ich steck das Band und mein Herz bewegt sich zu dem Band. Hennessy und Wein begleiten mich die ganze Zeit. Ey, ich bin von Stadt zur nächsten Stadt, komm vielleicht immer heim. Ey, ich bin es dann. This one's final. Yes. Yeah. Final, alright. We can commence with yes. this. Yes. All right. Browns. Also, like, everything? Sure. Yes. Okay. So, Leute. Ja. Hey. Hey, wow. Bist du jetzt Kochinfluencer? Hallo, es geht mal wieder von meiner Seite. Heute machen wir was sehr, sehr crazyes. Und zwar ist hier einfach der fucking FC Barcelona Bus. Und der holt uns gerade einfach alle ab. Und wir fahren jetzt ins Stadion. Das ist auf jeden Fall sehr crazy. Ja. Oh man. Oh man. Digga, ist einfach überall Prime drin gewesen. Richtig crazy. Drink Prime Switzerland GmbH. Das ist crazy. Okay, wir sind jetzt hier in der Pressekonferenz von FC Barcelona.
Aber deins hast du. Ist auf jeden Fall sick. Ich hab grad schon, ja, da sieht man auch direkt erstmal Kim Possible. Ein paar Fotos machen. Aber ich hab auch grad schon meine Rede gehalten und alle haben aufmerksam zugehört. Weil ja, ich bin einfach so ein, ich sag euch nicht ehrlich, ich wäre, glaube ich, nicht so viele geworden, hätte ich mich nicht verletzt. Halt dein Maul. Sui. Cristiano Ronaldo. Sui. Wer ist der beste Spieler? Ja. Was ist deine Halbzeit? Was war da los? Ja, also das ist halt... Einfach der Mann. Du kannst so den Platz in der Startelf auch sichern noch weiterhin? Ich schaff's auch in die Startzwölf. Wie viel verdienst du? Weiß ich jetzt eigentlich nicht genau. Warte, krieg ich ein Hey? Hey? Ja. Erster? No. Danke fürs Interview. Digga, das ist so ein geiles Gelände. Ich hab so Bock zu spielen. Hast du auch Lust, Marek? Das letzte Mal habe ich einen Ball 2011 zwischen den Füßen gehabt. Denkst du, du würdest das Tor aber treffen so? Von so 11 Metern Abstand? Boah, dass man diese Fußball-Challenge machen, wo wir so mit 1 Meter starten und dann 2 und dann bei 3 Meter. Ah, ja, ja. Also wie ihr hört... Ab in die 7. Wie ihr hört, wir schauen jetzt... Ab in die 7. Wir schauen jetzt auf jeden Fall die Dinge. Die sind schon krass, oder? Was? Die umkleiden? Die sind schon geistkrank so. Nein! Niemals! Niemals! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, das ist absolut geistkrank! Mein Gott, Digga! Ah! Ja! Gleich nochmal die Pressekonferenz! Ich hab mal versucht! Hast du das auch gemacht? Gib mal eins. Nein, bitte! Digga, ist der geizig. Ich kenn's nicht. Was willst du? Schuhe? Weiß nicht. Also ich kann nur mit Socken spielen. Socken ist geil. Digga, wie ready du bist schon. Adi ist so geheim, Digga, hat sich direkt umgezogen, komplett. Ich muss trainieren hier. Einmal zum Ernst. Ja, zieh dich aus. Ja. Scheiße, den seht ihr aus den Lappen, Digga. Das ist, glaube ich, nein, ne? Weil der redet so wenig. Ah doch, er hat einen. Er hat dieses. Aber ja, Bobo. Un poco caliente por el final. Que mira, Bobo. Anda pa' allá, Bobo. Anda pa' allá. Tranquilo, Leo. Oh ja, Bobo. Da bleibt ja irgendwo so ein Ding. Das ist witzig. Ah, scheiß drauf, ist doch nicht witzig. Okay, wir gehen jetzt trainieren, oder? Let's go. He's Sergi. My name is Manel. If you have any question, if you have any problem, tell us, please, okay? For us, the most important thing is to enjoy. Of course, together to enjoy training. Yes, sir. Today, we will play a Rondo. This is a typical game in Football Club Barcelona. Oh, God. Baraburu, fünf gegen fünf gemacht. Ach, sieht wirklich fies aus. Zweimal gewonnen. Qualität ist da, würde ich sagen. Nur weil ich in einem Team war, Bro. Weiß ich nicht. Ja, schon. Ich glaube vor allem auch, weil ich in meinem Team war. Das glaube ich nicht. Was? Ja, doch. Daudi. Tatsächlich würde ich das sagen. Nee, ich glaube nicht. Du warst mir zweimal gar nicht in meinem Team, ich habe trotzdem gewonnen. Hast du da auch gewonnen? Ja, wir haben gegen euch gewonnen gerade eben. Dieser hat schon gesagt, nein, brauche ich nicht mehr. Achso, ja, das ist ja was. Das sind gewechselt, ne? Was war das für Transfers, die gemacht haben, wenn wir ehrlich? Das ist ja clever gemacht. Weißt du, warum er immer alles gewinnt? Er ist immer, auch gestern im Tisch, er ist immer in den Teams. Wo irgendwer anders da ist, damit er gewinnt. Wir haben Teams durchgerechnet. Ja, ja. Dreimal. Ich habe zweimal mal drei gewonnen. Ja, zweimal mit jedem gewonnen. Ich habe zweimal mit jedem gewonnen. Theo, immer am Flexen. Wer hat am meisten Tore geschossen? Jonas, ne? Nee, ich habe bisher jeder eins. Jonas eins, ich eins. Nee, Jonas hat zwei. Also all in all. Jonas hat zwei. Habe ich zwei gemacht? Nee, ich habe eins. Hast du schon mal so eine Kanone gesehen seit Ernst? Alter, wow. Wow. Ja. Wie lange trainierst du schon? Speichelst du es? 12 Jahre oder so. Jetzt ziehen wir uns alle aus. Mein, ich sag dir ehrlich, mein Knöchel, meine alte Fußballerverletzung, tut schon wieder weh, so weißt du? Shut the fuck up, bitch. Ja, ey, sonst wärst du Fußballprofi alte geworden. Alte Fußballerverletzung tut schon wieder ein bisschen weh. Sonst wärst du Profi geworden, ne? Tinte war damals auch aus, beim Unterschreiben. Mal machen. Aber ja. Okay. Okay, sind gespannt. Geht weiter. Ey, wollt ihr mal kurz Review geben, wie das Training war? Was? Wie das Training war?
Geil! Der von Barcelona. Barcelona, vertraut euch, signed uns. Also ich mach's auch for free, ich weiß, ihr habt ein bisschen Geldprobleme. Ich würde sogar zahlen. Ich würde auch zahlen. Ich würde ganz zahlen. Ist dann aber richtig gebockt, gell? Ich bin einfach so großer Fußballfan und für mich war das halt so eine krasse Ehre. Marek 23 hat heute das erste Mal einen Ball in seinem Fuß gehabt. Ich dachte, dass ich 23 bin und soll schon denken, dass ich nur 19 bin. Bist du wirklich 23? Ich bin 23. Ich hab geraten. Ich jetzt? Ja, ich wusste nicht. Ich hab schon 22, 21, 23, ich sag immer 23. Ja, bin ich krass, ne? Mega. Okay, aber war auf jeden Fall sehr, 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 hat übel Spaß gemacht. Kauf mal. Aufwärts. Was sagt er? Weiß ich nicht. Ja, dann mach doch auf. Wir was gehen, ja, wir gehen. Wir gehen, Bro. Ich höre, Digga. Komm einfach raus, du musst die Tür auch nicht aufmachen, dann sehen wir die Chick nicht. Oder mach doch einfach auf. Flug kommt, wir passen uns auf Zug. Also sagst du, es dir sicher ist oder wie läuft das? Ich frage mich, wo das Problem ist, hier aufzumachen, Kollege. Ja, frage ich mich auch gerade. Chill. Der mal kurz reinschauen. Wie supportmäßig du das noch filmst. Stress mich nicht. Ja, nicht. Okay, Bro. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wir sehen uns jetzt immer noch hier. Ich wollte mich an der Stelle aber nochmal bedanken bei Spotify und bei den Leuten. Die waren echt cool, alle. Die waren richtig korrekt. Haben mich voll gefreut, die kennenzulernen. Hat übel Bock gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr gütig seid, lasst eventuell auch noch einen Kommentar da. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.